sagen, wenn wir wollen jetzt Theaterkritiker wäre und Sie quasi der Intendant oder Regisseur, dann wäre es jetzt vielleicht an manchen Stellen gerade ziemlicher Verriss gewesen, deines aktuellen Theaterstücks. Wie würdest du Fuch ab? Wunderbar. Hat ja relativ konkrete Vorwürfe gemacht und hat auch gesagt, es sind einfach ein paar Rahmenbedingungen in Berlin, die es vielleicht auch schwerer machen. Er hat zum Beispiel gesagt, Berlin ist eine Armutshauptstadt. Ich würde gerne mal einsteigen mit der Frage, doktern wir hier eigentlich Phänomene rum, die wir politisch gar nicht bewältigen können, weil wir das mit der Stadtgesellschaft zu tun haben, die ja eigentlich mit dem spielen wollen, die ihr vielleicht auch im Senat habt, eigentlich gar kein Angebot mehr machen könnt. Also ist es überhaupt eine realistische Version in einem überschaubaren Zeitraum für die Menschen, über die wir gesprochen haben, die auf der Drängung betroffen sind, denen eine Perspektive zu geben, denen einen zahlbaren Wohnraum zu geben, oder machen wir hier nicht eigentlich nur Schadensbegrenzung? Also erstmal muss ich sagen, dass ich vieles von dem teile, sowohl von der Zustandsbeschreibung als auch von möglichen Lösungsansätzen. Und wir haben ja schon etliche Diskussionen auch miteinander geführt. Es gibt ja viele Teilaspekte, wo man diese wissenschaftliche Beratung braucht, wo es aber vielleicht auch gar nicht ein Schwarz und Weiß gibt. Also deswegen Verriss des Stücks, das ist ja dann eine klare Position, wo man sagt, das läuft alles schief. Ich glaube, uns eint da auch, dass wir gemeinsam ja nach Instrumenten suchen und Instrumentarien, mit denen man in den unterschiedlichsten Formen arbeiten kann. Insofern finde ich diese Beratung auch gut. Was mir schon durch den Kopf geht an der Stelle, ist allerdings, dass wir, wenn wir über Wohnungs- und Mietenpolitik reden, über einen Baustein einer ganzen Kette von Lebenssituationen sprechen, die man auch im Zusammenhang, glaube ich, betrachten muss. Das hat bei André Holm auch eine Rolle gespielt, ganz kurz, dass wir uns ja fragen müssen, wie Stadtgesellschaft sich entwickelt und wie man sozialdemokratische Lösungsansätze bietet, um gutes Leben in der Stadt zu ermöglichen. Dazu gehören die Bildungsangebote, dazu gehört der Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik, dazu gehört eine Stadtentwicklungspolitik, eine Wohnungs- und Mietenpolitik. Das ist aber eine Kette. Aus einem Punkt sich rauszugreifen und zu sagen, so da ist es jetzt, da gehen jetzt alle Instrumente rein, greift, glaube ich, zu kurz. Das ist mir durch den Kopf gegangen. Dann auch einige Instrumentarien, die so genannt werden, da muss ich zumindest sagen, finde ich schon, dass ich an Grenzen stoße. Wenn eben das rote Wien aus den 20er Jahren als Beispiel kommt, ich habe es mir in Wien auch angeguckt, auch in Paris, in Amsterdam, wie wird da Grundstücks- und Wohnungs- und Mietenpolitik gemacht. Da muss man aber bei uns schon sagen, dass auch viele Entscheidungen ja in den letzten 100 Jahren, seitdem Wien der 20er Jahre auch getroffen sind. Ich habe 1,9 Millionen Wohnungen in der Stadt. Davon sind 1,5 Millionen private Wohnungen. Ich habe echt Handlungsmöglichkeit bei 400.000 Wohnungen, da zähle ich schon die Genossenschaften mit dazu, die mitunter mir selbstbewusst sagen, dass sie aber gar nicht dazu gezählt werden möchten. So, jetzt muss man anfangen, was kann man jetzt wieder, um privates Eigentum zurückzudrängen, um Verfügungsgewalt über Grundstücke zu bekommen, was kann man da tun? Und das sind sehr langfristige Prozesse. Und deswegen an der Stelle auch noch abschließend, habe ich eine Sache, muss ich sagen, da habe ich mich tatsächlich getroffen gefühlt, weil André Holm gesagt hat, wir nutzen eigentlich zu wenig unsere Möglichkeiten für den Bestand, da müsste man viel mehr tun und reden immer über Neubau. Ich glaube, das mache ich nicht. Ich glaube, weil ich eben sehe, wie schwierig es ist, wieder über die Grundstücksfrage Dinge zu entscheiden oder über die eigenen wohnungspolitischen Instrumente wie städtische Gesellschaften. Gerade deswegen nutze ich im Moment alle Instrumente, die ich habe für den Bestand. Nee, alle ist falsch. Es gibt ein einziges, was ich noch nicht geschafft habe, liegt am Koalitionspartner, das ist die Umwandlung von Miet- und Eigentumswohnungen zu verhindern. Alles andere auf Landesebene haben wir umgesetzt, in anderthalb Jahren. Es gibt kein einziges Instrument mehr, was noch auf Landesebene eigenverantwortlich zu entscheiden ist. Und vor dem Hintergrund sage ich, es gibt zwei Säulen. Es gibt die Bestandspolitik und tatsächlich auch die Neubaupolitik. Ich kann nicht wegdiskutieren, dass 50.000 Menschen im letzten Jahr gekommen sind. André Holm bietet interessante Lösungsmöglichkeiten für die, die im Moment vor Verdrängung stehen, vor sozialen Problemen, im Bestand. Aber was mache ich mit denen, die kommen? Für die habe ich dann noch keine einzige Wohnung gebaut, wenn ich nur für den Bestand arbeite. Und deswegen glaube ich, dieses zweigleisige Fahren, das ist das Wichtige in der Stadtentwicklungspolitik der nächsten Jahre. Da würde ich gerne gleich einmal zu André Holm zurückspielen. Einerseits natürlich für die Möglichkeit der Erwiderung und andererseits um den letzten Aspekt nochmal
aufzugreifen. Also Michael hat ja gerade versucht, nochmal rauszuarbeiten. Wir haben es ja mit zwei Gruppen zu tun, denen, die schon da sind. Und da, dafür hast du ja vorhin auch plädiert, besonders die im Blick zu nehmen, die eben bedürftig sind, also die politische Unterstützung bedürfen. Und andererseits diejenigen, die in immer größer werdenden Zahlen zu uns kommen, auch nochmal ganz eigene Bedürfnisse mit reintragen in die Stadtgesellschaft. Und da frage ich mich dann natürlich, ob die Sozialstruktur in einer Stadt wie Berlin, die wir immer so preisen als eine dynamische Stadt, die sich schnell verändert und das ja auch gut finden, ob die sich nicht viel schneller ändert, als Politik eigentlich darauf reagieren kann. Also stehen wir vor einer Situation, wo wir eigentlich nur immer der Entwicklung hinterherlaufen können und nie an den Punkt kommen werden, wo wir dem Bedarf gerecht werden, oder wäre das selbstgerecht, zu diesem Schluss zu kommen, und es bedarf eigentlich nur größerer Anstrengungen und vielleicht mal einem radikal neu gedachten Projekt, um das Ganze vom Kopf auf die Füße zu stellen. Klar, die Vorstellung, dass Politik eine Dauerlösung für irgendein Stadtproblem findet, die ist ja völlig absurd. Also Stadt ist ein Prozess der ständigen Veränderung, und deshalb sozusagen muss sich Politik auch immer bewegen. Ja, und der Vorwurf ist ja eher, sie bewegt sich nicht schnell genug, oder sie bewegt sich in die falsche Richtung, oder sie tanzt auf zu vielen Hochzeiten gleichzeitig, oder also geht nicht auf alle Partys, auf denen man sein müsste. Also so wird ja über Politik gesprochen. Und ich sehe das auch, dass wir Neubauten brauchen. Die Frage ist ganz sicher sozusagen, wie sollen die gebaut werden, für wen sollen die gebaut werden. Wenn wir von sozusagen diesen angeblichen Veränderungen durch die Zuwanderung sprechen, dann müssen wir uns ja die Zahlen auch genauer angucken. Ja? Das ist ja nicht so, dass sozusagen lauter Wohlhabende nach Berlin einreisen, sondern das sozusagen die durchschnittlichen Einkommen der Zuwandernden der letzten 3-4 Jahre sind unterhalb der Berliner Durchschnittseinkommen. Ja, das verändert sich ein bisschen, wenn ich auf die Altersgruppen schaue. Da kommen viele junge Leute und die haben ein bisschen mehr Geld als die jungen Leute, die schon in Berlin sind. Aber das ist jetzt nicht so, dass wir hier von den Millionären der ganzen Welt sozusagen überrannt werden. Und von daher stellen sich ganz viele Fragen, die sich für die jetzigen Bewohnerinnen und Bewohner Berlin stellen, ganz genauso für die, die da kommen. Auch die brauchen irgendwie gut bezahlte Arbeitsplätze, die brauchen in der Regel eine gute Ausbildung, wenn sie als junge Leute herkommen, und die brauchen preiswerte Wohnungen. Und da, klar, sehe ich das auch so, dass Politik mit den jetzigen Instrumenten beschränkt ist. Also sonst würden wir die Diskussion nicht andauernd führen. Und ich kenne aber auch die Situation, ich habe vorhin von der behutsamen Stadterneuerung gesprochen, ne? Wenn man sich politische Debatten im Abgeordnetenhaus, die Fachdebatten an den Universitäten Ende der 70er Jahre anschaut, wo es Kritik an diesem Flächensanierungsmodell gab, da haben alle gesagt, ja, es geht ja auch nicht anders. Also du hast diese Förderzwänge, du hast die Eigentümerstrukturen, also du hast auch keine Firmen, die das anders machen können, du hast diese ganzen Sachzwänge, ja, und dann gibt es sozusagen einen Winter lang 120, 130, 140 besetzte Häuser in Berlin, und es gibt sozusagen große stadtpolitische Aufbegehren, und hinterher sind all diese No-Gos, wo alle gesagt haben, das geht gar nicht anders, die waren plötzlich möglich, und meine Hoffnung ist, dass Politik grundsätzlich so funktioniert, und von daher ist es jetzt auch nicht nur der Appell zu sagen, Herr Müller soll sich endlich ein neues Instrument einfallen lassen, sondern das ist in unserer Verantwortung. Also ich habe in anderen Kontexten immer auch gesagt, jede Stadt hat im Prinzip, oder jede Protestbewegung in der Stadt hat die Politik, die es verdient. Also das ist sozusagen auch ein Aspekt von, wie viel Druck gibt es denn von der Straße, und das sozusagen können ja auch neue Gesetze geschaffen werden, und ein Feld, wenn wir sagen, alles ist ausgeschöpft, was tatsächlich nicht ausgeschöpft ist oder nicht zufriedenstellend ausgeschöpft ist, ist der Umgang mit den Sozialwohnungen. Ja, das sind ja die 150.000 Wohnungen, die in der Aufzählung vergessen sind, über die die Stadt sozusagen schon direkten Zugriff hat, und das ist ein Potenzial, was man zumindest ganz bewusst in die Rechnung mit reinnehmen müsste, und da gibt es ja auch teilweise von den Sozialmietern und von Kotti und Co. eine ganze Reihe von Vorschlägen, die auch gemacht worden sind, also was man dort tun kann, um diese millionenschwer geförderten Wohnungen preiswert zu halten und möglichst dauerhaft zu sichern. Also das ist sicher eine Baustelle, die es neben vielen anderen Baustellen auch noch geben muss. Die Frage, welche Instrumente in der Stadt die richtigen sind, um Interessen unter einen Hut zu bringen, ist ja erstmal die eine, und das ist natürlich schön, wenn irgendwie Politik sich am Ende auf solche Instrumente einigt. Nun gibt es, das merken wir in letzter Zeit immer häufiger, immer noch eine zweite Seite der Medaille, denn es muss natürlich auch noch eine Stadtgesellschaft geben, die mit diesen Instrumenten einverstanden ist und sie auch als die ihren begreift und sagt, ja, das finde ich in Ordnung, so möchte ich, dass unsere Stadt verändert wird. Nun gibt es
verschiedene Beispiele, das Tempelhofer Feld ist nur eines davon, wo eine nicht geringe Anzahl von Menschen aufsteht und sagt, nee, so wollen wir das nicht. Ihr habt hier zwar ein Konzept entwickelt, aber das entspricht nicht den Vorstellungen, die wir von der Weiterentwicklung der Stadt haben, aus den unterschiedlichsten Gründen wahrscheinlich. Auf Tempelhof konkret würde ich gleich nochmal kommen. Ich glaube, das sparen wir uns noch ein kleines bisschen auf. Ich würde vielleicht erstmal grundsätzlich die Frage stellen, was wäre Ihr Anspruch an eine Stadt, dein Anspruch an eine Stadt, in der wirklich demokratischen Interessenausgleich organisiert wird zwischen Politik, zwischen Verwaltung, vielleicht auch zwischen Eigentümern, solange es eben Leute gibt, die dieses Eigentum besitzen, und denjenigen, die konkrete Interessen in ihrem Kiez, in ihrem Lebensumfeld haben. Genügen da die Instrumente, die wir haben? Was hast du da für Erfahrungen, vielleicht auch am konkreten Beispiel, jetzt im Moment gemacht? Bist du damit zufrieden? Zufrieden bin ich damit natürlich nicht. Also meine Erfahrung geht lange zurück. Also ich bin Anfang der 80er nach Berlin gekommen und habe hier diese Welle der Bewegung der Hausbesetzung mitbekommen und war sehr also aktiv auch daran beteiligt, die Stadtpolitik in der Richtung auch zu verändern, wie es sich dann auch verändert hat. Und ich kann nur sagen aus der Erfahrung von damals, dass es geht nur, wenn wir die ganze Zeit aufmerksam sind und bleiben und uns aktiv beteiligen. Ansonsten richtet sich die Politik einfach nicht mehr nach den Bedürfnissen der Bewohner, sondern nach den Bedürfnissen der Investoren. Und wir haben ja damals, also das ging eben leider doch nicht nur innerhalb von einem Winter, sondern das war ein Prozess über 3 bis 5 Jahre, dass die Politik wirklich einen anderen Kurs einschlug, aber dann eben doch sehr, sehr erfolgreich. Also langfristig erfolgreich, also in den vielen Häusern, die damals gerade in Kreuzberg und in Moabit und in Wedding gerettet wurden, da wohnen auch immer noch die Menschen, die damals da eingezogen sind. Also, und ich glaube, das ist einfach, ja, das ist ein großer Erfolg, den wir damals erreicht haben. Ja, und deswegen denke ich, dass man heutzutage eigentlich, wir stehen vor einer ähnlichen Situation, dass jetzt hier eine Baustadtpolitik geplant wird, die längst nicht mehr den Bedürfnissen der Menschen, die in dieser Stadt leben, entsprechen und auch nicht mehr die können das auch nicht mehr bezahlen. Und das, was Herr Holm vorhin ja schon ausgeführt hat, ist, dass wir entwickeln uns einfach, wenn wir nichts dagegen tun, in eine Richtung, dass wir nachher Verhältnisse haben, wie jedenfalls in Paris oder London. Und dagegen müssen wir jetzt etwas tun und nicht erst in 5 Jahren. Genau, das haben Frau Heidmüller und viele andere jetzt auch ganz konkret getan, am Beispiel des Tempelhofer Feldes. Es hat über 200.000 Unterschriften gegeben, die sich gegen euren Plan im Senat, wie mit diesem Feld weiter zu verfahren ist, positioniert haben. Wir werden parallel zur Europawahl einen Volksentscheid dazu haben. Das heißt, hier sitzen auch ganz viele Leute, die dann natürlich auch die Wahl haben und abstimmen müssen zwischen den verschiedenen Konzepten. Ich würde dir, Michael, dazu gerne 2 Fragen stellen. Einmal aus aktuellem Anlass. Ihr diskutiert gerade im Abgeordnetenhaus darüber, ob ihr selber einen Gesetzentwurf einbringt. Ich glaube, da ist durchaus im Moment interessant die Frage, wird es das geben? Und wenn ja, was wird da aus deiner Sicht drinstehen? Also was sind die Konzepte, die dann wirklich im Ergebnis gegeneinander stehen? Und als 2. Frage, ist das, was wir jetzt erleben, rund um die Frage Tempelhof, ist das was Positives? Ist das Ausdruck von einer demokratischen Stadtgesellschaft, die sich auseinandersetzt über die Frage, wie soll es weitergehen mit der Stadt und wo es quasi einen Wettstreit um die besten Konzepte am Ende gibt von Menschen, die im Ergebnis das Gleiche wollen, nämlich gut bezahlbaren Wohnraum für alle? Oder ist das eine Form von Vorgartenmentalität, wo Menschen versuchen, Liebgewonnenes zu bewahren und Veränderungen dabei eher zu verhindern? Wie würdest du das interpretieren? Also erstmal zu dem Gesetz. Ich kann das ja nur berichten, wie die Diskussionen im Abgeordnetenhaus sind, weil das Parlament da jetzt am Zuge ist. Der Senat kann nur zuarbeiten und unterstützen. Die Diskussion geht aber in die Richtung, dass ein Gesetz entweder am Wahltag vorgelegt wird oder im Parlament schon vorfristig entschieden wird. Das hat es zum Beispiel auch gegeben bei der Stadtwerksdiskussion. Da hat das Parlament schon vor dem eigentlichen Abstimmungstag etwas entschieden in diese Richtung Stadtwerke. Es gibt also beide Varianten. Aber es geht in die Richtung, dass ein Gesetz eben vorgelegt oder entschieden wird, was diese freie Fläche von über 200 Hektar in der Mitte des Tempelhofer Feldes gesetzlich absichert.
Da werden jetzt unterschiedlichste Formulierungsvorschläge gemacht von allen Fraktionen. Ich habe das jetzt am letzten Donnerstag im Parlament auch so erlebt, dass alle fünf Fraktionen das unterstützen und sagen, das wollen wir auf jeden Fall. Und nun geht es zwischen den Fraktionen hin und her. Was nimmt man noch mit rein? Neben dieser Absicherung der Freifläche sagt man was zu einer möglichen Randbebauung oder nicht? Sagt man was zur Nutzung der Freifläche oder nicht? Das sind jetzt dann Feinheiten, die da zwischen den Fraktionen austariert werden. Aber das, glaube ich, kann man festhalten. Die Freifläche wird auf jeden Fall gesetzlich abgesichert. Insgesamt zu der Diskussion, muss ich sagen, bin ich hin und her gerissen. Also erstmal hilft es ja nicht als Politiker zu jammern und zu lamentieren. Wir wollten diese demokratischen Instrumente und wir wollten vom letzten Platz der bundesweiten Möglichkeiten, die es gab in den Bundesländern, auf ersten oder zweiten Platz nach vorne rücken und haben sehr viel ermöglicht. Und das ist jetzt so. Damit muss sich Politik auseinandersetzen. Jammern hilft nicht. Und es ist auch richtig, das erlebe ich ja nun auch täglich in meiner Arbeit, dass es ja auch viele gute und richtige Hinweise gibt. Also das, was wir zum Beispiel hier schon entschieden haben in Bezug auf die Freifläche, ist ja auch Ergebnis von Bürgerbeteiligung und Diskussion der Stadtgesellschaft. Dieses Columbia-Quartier, was ursprünglich mal in der Planung war, ist weg. Die Parkgestaltung sind weg. Zentraler Omnibusbahnhof unten am Südring wird so nicht mehr auftauchen, weil natürlich die Flächen sind viel zu wertvoll für den Busbahnhof und. Da ist ja ganz viel entschieden worden nach Diskussionen in Stadtgesellschaft, also auch gute Beratung. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir um mit einer Randbebauung mit Wohnungen? Und da sehe ich es tatsächlich völlig anders. Da ist artikuliert, wer beteiligt sich mit welchen Interessen und wer ist eigentlich Stadtgesellschaft? 185.000 gültige Stimmen. Das sind nicht mal 10% der Wahlberechtigten in der Stadt. Sind das wirklich die, weil sie diese Freifläche, so wie sie es genießen, entscheiden sollen, wie Stadtentwicklung sein soll und wie Wohnungen gebaut werden? Da habe ich meine Skepsis. Wer artikuliert sich mit welchen Interessen? Und das ist auch eine Aufgabe von Parteien oder Organisationen, doch mal zu gucken, wie jenseits von Einzelinteressen gesamtstädtische Interessen auch eine Rolle spielen sollten. Und Wohnungen brauchen wir nun mal. Nochmal. Nicht, dass es ein Missverständnis gibt. Für den Bestand etwas zu tun, und ich akzeptiere die Kritik, dass wir vielleicht auch das Falsche oder zu wenig tun, das ist das eine. Ich kann aber nicht wegdiskutieren, dass immer mehr Menschen kommen und auch Wohnungen gebraucht werden. Und auch dafür muss ich was tun. Wenn es richtig ist, dass wir in allen Berliner Quartieren soziale Durchmischung wollen und neue Wohnungsangebote, wenn es richtig ist, was wir eben gesehen haben, dass es den ganz besonderen Problemdruck im S-Bahn-Ring gibt, Neukölln, Friedrichshain, Kreuzberg, dann muss doch gerade da es ein städtisches Engagement geben. Wenn ich die Flächen in Tempelhof nicht mit nutze, halbiere ich meine Möglichkeiten, mit städtischen Gesellschaften auf städtischen Flächen mich zu engagieren. Ich habe gesagt, ich möchte mit zwei städtischen Gesellschaften und einer Wohnungsbaugenossenschaft 1700 Wohnungen am Tempelhofer Damm bauen. Wenn ich das nicht mache auf diesen Flächen, wenn ich die anderen Flächen Oderstraße und Südring nicht mit einbeziehe, halbiere ich meine Möglichkeiten für städtische Gesellschaften im S-Bahn-Bereich, in diesem begehrten und teuren Bereich, sich zu engagieren und gegenzuhalten. Und dagegen wehre ich mich. Ich finde, das ist Aufgabe von Politik, so etwas mit einzubeziehen. Und jetzt sagen, der Robert kennt das schon von mir, da zucken immer alle, wenn ich das sage, aber ich gönne es mir jetzt trotzdem hier mal, wenn die Jusos einladen. Bitte jetzt nicht 1:1 auf die Goldwaage legen. Es gibt ja viele, die sagen, mach doch ruhig was. Bau da ruhig, ist gar nicht so schlimm, aber mach doch nicht so viel und so hoch und 5 und 6 Geschosse und 1700 Wohnungen. Das sind doch solche Klopper und dann sieht man das doch, wenn man dann da aufs Feld geht und so. Sagen, ja, nun gut, bauen und man sieht es nicht, ist schon schwer. Aber natürlich, also man sieht es. Aber mach doch niedriger oder Townhouses oder sonst was. Und ich sage immer, eigentlich müsste ich doch als Sozialdemokrat mich nicht darüber streiten, ob da Townhouses gebaut werden oder Stadtvillen, sondern ich müsste doch als Sozialdemokrat eigentlich dafür streiten, dass da 20 Geschosse gebaut werden. Es geht eben genau nicht darum, eigentlich aus diesem Ansatz heraus, es geht nicht darum, einigen wenigen privilegierte Nutzung am Parkrand zu ermöglichen, sondern es geht darum, vielen etwas zu ermöglichen, was sie im Moment nicht haben, nämlich kleine bezahlbare Wohnungen. Und wenn man es überspitzt, müsste man sagen, wir müssten die 20 Geschosse bauen. So, das ist das, was mich da bewegt bei der Debatte. Und das wissen auch alle, zum Schluss
Es gibt immer Varianten und Kompromisse, es gibt B-Pläne, es gibt Masterpläne, es gibt Stadtdiskussionen, da verändert sich viel. Aber der Grundsatz, innerstädtisches Wohnen auf städtischen Flächen zu ermöglichen, gerade da, wo es teuer und begehrt ist, das ist mir tatsächlich wichtig und dafür streite ich auch. Es ist natürlich logisch, dass der Ball einmal zurückgespielt werden muss, damit wir die andere Position genauso erfahren. Also der Vorwurf war jetzt zwar ein bisschen zwischen den Zeilen, aber ja schon relativ hart, dass das Interesse, was hinter diesem Volksentscheid und der Bürgerinitiative steht, dass das ein Interesse ist, was Privilegien und Liebgewonnenes von einer zwar nicht kleinen, aber in der gesamtstädtischen Vergleich dann doch überschaubaren Gruppe von Menschen sichern soll, zulasten von anderen, die eigentlich auf Wohnraum angewiesen wären, der dort ganz dringend zu schaffen ist. Verfängt die Argumentation bei dir nicht auch? Also kommt da nicht auch so ein bisschen so, gerade wenn du sagst, 80er Jahre, Hausbesetzung und so weiter, kommt da nicht so ein bisschen die Herzenswärme durch, dass man da eigentlich was tun müsste? Oder ist das alles zu naiv gedacht? Und es gibt schon auch noch anderen Raum in der Stadt und dort kann ja auch gebaut werden. Also wir haben ja damals haben wir sehr für städtischen Wohnraum gekämpft. Wir haben dafür gekämpft, dass die Häuser aus privat in städtischer Eigentums in Verwertung, wie heißt es, Wohnungsbaugesellschaften überführt wurden. Also es gab zum Beispiel damals die Diskussion, dass Häuser Verträge abgeschlossen haben unter der Bedingung, dass sie zurückgingen in Wohnungsbaugesellschaften, also das heißt im Besitz der Stadt blieben. Eine dieser großen Wohnungsbaugesellschaften, die größte, und ich wohne auch in so einem Haus, war die GSW. Die GSW wurde 2004 von dem Roten Senat, also von der SPD mit der Linken verkauft. Das sind 70.000 Wohnungen, die wurden aus dem Eigentum der Stadt rausgekauft, gingen an eine Heuschrecke, damals Goldman Sachs und weiß nicht, wer noch dabei war, ist jetzt weitergegangen an Deutsche Wohnen. Deutsche Wohnen hat im Dezember oder November noch dazu verkündet, dass der Kaufpreis damals ein Viertel seines jetzigen Marktwertes war. Also ich finde das angesichts dieser Tatsache zynisch, wenn Sie davon sprechen, Herr Müller, dass wir, dass es hier um bezahlbaren Wohnraum, städtischen Wohnraum, diese ganze Diskussion, da sind Sie total unglaubwürdig, weil ich finde, so etwas darf nicht passieren. Das ist ein Instrument, mit dem man wirklich Wohnungspolitik hätte machen können, 70.000 Wohnungen einfach so verkauft wird, um eine temporäre Haushaltslücke zu schließen. Entschuldigung, bist du, ich fall mal wieder dieses Muster zurück. Du bist natürlich doch trotzdem ein bisschen der Frage ausgewichen, ob das nicht am Ende, also anders angefangen, selbst wenn es ein Fehler damals gewesen ist, da reicht die Zeit jetzt nicht, um das endgültig politisch nochmal auszudiskutieren und zu bewerten, aber selbst wenn es so gewesen ist, dann sind wir natürlich mit den politischen Realitäten von jetzt konfrontiert und wir sind uns sicherlich alle einig, dass es nun mal ein Defizit am bezahlbaren Wohnraum gibt. So, und dann würde ich schon doch nochmal die Frage stellen wollen, ist nicht das Tempelhofer Feld, zumindest die Ränder davon, einer der Räume, die prädestiniert dafür sind, dass dort auch ein Wohnraum geschaffen wird, und reicht es nicht aus, wenn am Ende eine Fläche übrig bleibt, die ja immer noch größer ist als der große Tiergarten, um das Bedürfnis nach Naherholung und Freizeit und Freiräumen auch im innerstädtischen Bereich zu bedienen. Also ist es nicht ein bisschen kleinig, dann alles vom Kuchen haben zu wollen und den anderen, die ein anderes Stück Kuchen haben wollen, nämlich ein bisschen Wohnraum, nichts zu geben. Also kleinig, also es geht gar nicht darum, dass wir jetzt dass wir keinen Neubau wollen oder keinen Wohnungsbau, sondern wir sagen einfach, es gibt in dieser Stadt so viele freie Wohnungsflächen, so viele Bauflächen, die bebaut werden können. Es gibt dazu eine Studie vom Senat, die Empirikerstudie, die selber von über 2000 Hektar spricht. Ich glaube, dass aber der Flächennutzungsplan spricht inzwischen von 900 Hektar. Das sind Bauflächen, wo man wesentlich günstiger bauen kann. Und wir sagen einfach, es muss Konzepte geben, wo man am Ende, wo ein anderer Mietpreis rauskommt, der auch langfristig gesichert ist. Und ich denke, das sollte man, dazu müssen erstmal wieder Förderungsprogramme aufgelegt werden. Die gibt es ja im Moment gar nicht. Der Senat hat ja den sozialen Wohnungsbau abgeschafft, der hat ihn ja totgelegt. Und ich finde, da muss man erstmal rangehen und gucken, wo sind diese Flächen, wie kann man dort bauen, dazu müssen Konzepte gemacht werden. Aber auf jeden Fall ist das Tempelhofer Feld nicht geeignet, günstigen Wohnraum zu schaffen. Also jetzt muss ja zum Beispiel, wenn man nur das Beispiel im Tempelhofer Damm nimmt, da sind es ja von 1.700 geplanten Wohnungen, wären nur 800 Wohnungen zu einem
reduzierten Mietpreis und da gibt es noch nicht mal eine Zusage, auf wie viele Jahre das ist. Das sind vielleicht 5, 6, 7, 8 und dann wird es wieder auf den freien Wohn- und Wohnungsmarkt entlassen. Also ich glaube, dass wir mit völlig anderen Ansätzen heute da rangehen müssen, wenn uns tatsächlich so eine große Zuzugswelle, ich sag mal, droht. Aber dann wird das überhaupt nicht helfen, das hilft nur den Investoren. Damit zeige ich so ein bisschen den Grenzen sozusagen unseres selbstgesetzten Zeitplans näher. Hätte ich auf jeden Fall alle noch eine Frage zum Abschluss. Ich würde einmal kurz chronologisch durchgehen und der andere wollen nochmal anfangen. Du bist jetzt derjenige in der Runde, der in diesem speziellen Tempelhofer-Konflikt nicht persönlich involviert ist, in politischer Verantwortung oder als Vertreter einer Initiative, aber du wirst sicherlich auch eine Meinung dazu haben. Ist Tempelhof, eignet sich das als so eine Art Kristallisationspunkt für Konflikte, die wir in der Stadt haben, in vielerlei Hinsicht, sowohl was den Wohnraum angeht, als auch die Frage, wie tragen wir eigentlich Konflikte in der Stadt miteinander aus? Gibt es in Berlin überhaupt auf absehbare Zeit noch ein Potenzial, auch an Menschen, die wirklich daran interessiert sind, dass sich was weiterentwickelt? Und wenn ja, gibt es ein gemeinsames, mehrheitliches Interesse daran, wo es sich hin entwickelt? Oder steuern wir auf so eine Unbeweglichkeit hin, wo wir uns selber schachmatt setzen? Und wäre das Gefährlichste eigentlich? Ich glaube, die Frage, ob sich Tempelhof zu einem Konflikt, der viele interessiert, entwickelt oder nicht, die ist ja schon beantwortet. Die ist mit über 185.000 Unterschriften beantwortet worden. Und da finde ich, das weiß ich, wenn man sich Partizipationsregeln gibt und sagt, das ist das Quorum und das sind die notwendigen Stimmen, dann ist es in der öffentlichen Debatte unfair zu sagen, das sind aber nur 10% von denen, die wählen. Und wir rechnen ja auch nicht aus, wie viele sozusagen Wählerstimmen die SPD insgesamt bei den letzten Wahlen gewonnen hat, also oder die Regierungskoalition. Da würde man auch nicht auf sozusagen der würde man auch Legitimationsprobleme ableiten können. Ich glaube, dass Tempelhof und deshalb ist es gut, dass es sozusagen diese Einmischung gibt. Da sind sich alle hier einig. Was ich glaube, was Tempelhof zeigt, ist, dass es auf beiden Seiten eigentlich um mehr geht als um die Fläche selber. Und das hat, glaube ich, ich habe mit vielen gesprochen, die sozusagen Unterschriften gesammelt haben oder da auch unterschrieben haben, die auch gesagt haben, so, das ist schon auch so ein Trotz, das ist sozusagen die Möglichkeit, denen da oben auch mal vor Schienbein zu treten und sozusagen, glaube ich, ganz viele in der Stadt würden sich wünschen, dass Michael Müller sozusagen so engagiert, wie er für sozusagen die öffentlichen Wohnungsbauten in Tempelhof streitet, sagt, ich will den sozialen Wohnungsbau retten, ich mache mich stark dafür, dass es irgendwie eine überparteiliche Enquete-Kommission gibt und nicht einfach die Firma, die das Wohnraumgesetz geschrieben hat, auch die Evaluierung machen kann. Ja, also sozusagen Freshfield wurde beauftragt, ein Wohnraumgesetz zu schreiben, da war man sich unklar, ob das richtig funktioniert. Und dann hat man gesagt, das muss evaluiert werden, das macht jetzt Freshfield. Das muss man nicht vertiefen, aber sozusagen genau an so Stellen. Da hören wir gleich nochmal eine Reaktion dann. Ja, aber genau an so Stellen würde man sozusagen den engagierten Stadtentwicklungssenator wünschen, der sagt, ich habe sozusagen nicht nur das Neubaufeld in der Hand, sondern ich denke und will da auch übergreifend überparteiliche Konsense finden, wenn es um Wohnungsbaugesellschaften geht, wenn es darum geht, irgendwie diese Milieuschutzsatzung und die Umwandlungsverordnung durchzusetzen. Wenn Tempelhof mit allen Parteien durchgesetzt werden kann, dann kann man auch das mit dem Umwandlungsverbot mit allen Parteien durchsetzen und es würde eine parlamentarische Mehrheit dafür geben. So, also das, und da wünsche ich mir einfach, dass man sozusagen Impulse, die aus der Stadtgesellschaft kommen, sozusagen als solche auch annimmt und aufnimmt. Und letztendlich, wenn Tempelhof ein Baustein einer sozialen Wohnungspolitik in der Stadt wäre, also die überzeugend ist, dann würden wahrscheinlich auch sozusagen würde das viel weniger Aufregung geben, was da passiert. Also ich glaube schon, dass in ganz vielen Fragen, das war beim Mediaspiel auch schon so, sozusagen Fragen der Wohnungsversorgung und der Gesamtausrichtung von Stadtpolitik immer in Frage gestellt werden. Ja, und sozusagen wir haben eine Politik, die und eine Verwaltung, die sozusagen häufig daran scheitert, das einzelne Interesse eines einzelnen Eigentümers zu brechen und sich darüber hinwegzusetzen. Aber wir haben ein engagiertes Argumentationspotenzial zu sagen, gegen 10% der Bevölkerung oder der Wahlberechtigten können wir uns durchsetzen, weil wir eine Minderheit sind. Ja, also dieses so, wir sprechen für die ganze Stadt, da haben wir so viele Möglichkeiten, wo wir noch viel marginalisierteren und isolierteren Interessen entgegentreten müssen und das machen wir viel zu selten.
Und hier kommt gerade ein bisschen der politische Voyeurismus durch. Schaffen wir es dir heute ein Ja oder Nein zu diesem Volksentscheid zu entlocken? Oder? Ich bin dafür, dass es den Volksentscheid gibt, auf jeden Fall. Ja. Großartig gekonnt, ja. Damit gebe ich mich dann noch zufrieden. Michael, ich würde gerne nochmal den Vorwurf, der gekommen ist, so ein bisschen zurückspiegeln. Die Aussage war ja, dass es, wenn ich es richtig verstanden habe, zwar löblich ist, den Anspruch zu haben, dass dort bezahlbarer Wohnraum entsteht, dass man sich aber genau angucken muss, ist das dann am Ende auch wirklich bezahlbarer Wohnraum? Also wer sich ein bisschen damit befasst hat, kennt ja die Pläne, das, was ihr unter in der Senatsverwaltung unter mittleren und noch gut bezahlbaren Preisen seht, das ist dieses Segment 6 bis 8 Euro, davon soll es vor allem Wohnungen am Tempelhofer Damm geben, da bist du jetzt drauf eingegangen. Wenn ich eine Räumform richtig verstanden habe, dann ist das ja eigentlich schon wieder mehr dieses Segment, was zwar auch gebraucht wird, aber was mehr die Mittelschicht in der Stadt noch adressiert. Eigentlich haben wir große Milieus in der Stadt, für die man, wir sprechen auch von Kaltmieten an der Stelle, eigentlich nochmal ganz andere, noch niedrigere Mietpreise bräuchte. Das heißt, es ist nicht ein Stück weit Augenwischerei oder geht einfach nicht weniger objektiv politisch als das, was ihr dort dann anbieten werdet. Ja, es geht immer auch noch mehr und anders, aber ich habe Rahmenbedingungen, die ich nicht außer Kraft setzen kann. Also hier sind ja nur ein paar, die selbst auch politisch aktiv sind. Ich kann für Dinge streiten und kämpfen, aber ich kann nicht alles alleine beschließen. Ich habe einen Wohnungsbaufonds für 320 Millionen. Das ist super. Wer hätte das gedacht, dass wir diese Summe zur Verfügung haben? Ist ja eben richtig beschrieben worden. In den früheren Jahren sind wir ausgestiegen aus der Wohnungsbauförderung. Auf einmal steigen wir wieder ein und sagen 320 Millionen. Könnte locker 3 Milliarden ausgeben. Ich habe es aber nicht. Ich kann es nicht ändern. Und ich habe auch diese Diskussion mit der Umwandlung von Miet- und Eigentumswohnungen. Natürlich gibt es eine parlamentarische Mehrheit für diese Umwandlung. Ist richtig. Die gibt es nur leider nicht in der Koalition. Politische Wirklichkeit. Ja, so, ich muss ja auch damit leben und damit arbeiten. Das wäre doch Quatsch, mich hier auf dem Podium zu setzen und allen alles zu versprechen und nachher gehe ich ins Parlament und kann es nicht umsetzen. Ich muss doch auch diese Instrumente sehen, mit welchen Instrumenten ich wie arbeiten kann. Und zu deiner Frage nochmal, Kevin, auch an der Stelle nochmals, mir wirklich wichtig, es gibt nicht den einen Weg. Wir müssen im Bestand alles ausreizen, was geht. Und ich habe es überall gesagt, ist der Koalitionspartner jedes Mal fast vom Stuhl gerutscht. Ich habe gesagt, völlig egal, was Barbara Hendricks da formuliert mit der Mietpreisbremse, so wie es geht und ich diese Länderermächtigung bekomme, setzen wir sie sofort in Berlin um. Wir machen alle anderen Instrumente. Sozialer Wohnungsbau ist berechtigt, die Kritik. Wir sind aus gutem Grund, aus diesem ganzen Förderwust, der alle Berliner im Übrigen Milliarden gekostet hat und tatsächlich einige wenige fett gemacht hat, einige wenige Bauunternehmer. Aus diesem Wust sind wir ausgestiegen vor, weiß ich gar nicht mehr, 7, 8 Jahren oder wie auch immer und sind übers Ziel hinausgeschossen. Es ist so. Wir sehen jetzt in dem Bereich der Sozialwohnung, wie es auch negative Auswirkungen hat, wenn man von heute auf morgen aus diesem Milliardensystem aussteigt. Da ist was zu korrigieren und zu machen. Ist richtig die Aufgabe, steht auch an, werden wir auch was machen. Es gehört der Neubau aber eben, ich bleibe dabei, gehört auch dazu, als weitere Säule. Und innerhalb des Neubaus gibt es wieder ein breites Spektrum. Die Genossenschaft Ideal, mit der ich die Verabredung treffe, dass sie doch bitte als Partner dabei sein sollen beim Tempelhofer Feld. Auch wegen Durchmischung unterschiedlicher Wohnangebote und, gehört ja alles dazu. Mit denen rede ich darüber, was könnt ihr denn machen bei den Mieten? Was ist denn da für ein Spielraum? Wir wollen runter mit den Mieten. Da sagen die mir ganz kühl, aber Müller, wir bauen doch für 10 Euro. Wie kommst du denn auf die Idee, dass ich weniger als 10 Euro nehme? Sagt mir eine Genossenschaft. So, und jetzt fange ich an und sage so, ihr kriegt das Grundstück billiger, ihr kriegt eine Wohnungsbauförderung. Könnt ihr denn damit was machen? Landen wir denn vielleicht bei 8,50? So, das sind die Verhandlungen. Und so ist es auch bei einer städtischen Gesellschaft. Ich hätte als Stadtentwicklungssenator kein Problem zu sagen, die sollen mal zum Selbstkostenpreis da anbieten, die städtischen Gesellschaften. Dann wird eben da nichts mit erwirtschaftet. Da kommt aber nicht nur der Finanzsenator, auch das Abgeordnetenhaus im Hauptausschuss und sagt, tickst du eigentlich noch richtig? Wir wollen nicht wieder in die alten Zeiten, dass die Wohnungsbaugesellschaften für null praktisch arbeiten und dann indirekt über die Zinsen, über die Baukostenverschuldung anhäufen. So nicht. Es muss alles wirtschaftlich sein. So, das sind meine Rahmenbedingungen. Und wenn wir unter diesen Rahmenbedingungen dann sagen,
Wir können dort 1700 Wohnungen bauen, zwei Gesellschaften und eine Genossenschaft. Wir kommen runter mit Wohnungsbauförderung, mit anderer Liegenschaftspolitik, mit Mischkalkulation. Wir kommen in den Bereich bei Neubau zwischen 6 und 8 Euro. Und wir wissen, die Mietspiegelmiete im Bestand ist bei 5,50. Dann ist das ein guter Preis. Und ich weiß, dass es für einige natürlich trotzdem zu teuer ist. Deswegen nochmal richtig, im Bestand darf man nicht nachlassen. Das ist mir wichtig, das zu vermitteln, dass wir da wirklich an mehreren Strängen arbeiten. Und zum Volksbegehren nochmal, weil das möchte ich doch nicht so stehen lassen. Ich habe genau das nicht gemacht und gesagt, naja, da stimmen ja nur 8 oder 10% in der zweiten Stufe ab und deswegen muss man es nicht ernst nehmen. Genau das Gegenteil habe ich gesagt. Ich nehme das ernst. Es sind partizipative Instrumente, die wir wollten. Und dieser Volksentscheid ist völlig in Ordnung, er hat die entsprechende Unterstützung und jetzt werden wir um die Inhalte streiten. Aber es muss doch eben auch erlaubt sein zu streiten. Auch von Politik und Verwaltung muss es doch erlaubt sein. Es ist doch völlig in Ordnung, dass 185.000 Menschen sagen, wir wollen das nicht, Müller, was du da willst. Aber da darf ich doch vielleicht trotzdem noch eine Meinung haben und die auch vertreten. Diese Instrumente, die wir haben, und da besteht leider bei vielen ein Missverständnis. Diese Instrumente sind nicht ersetzende Instrumente zur parlamentarischen Demokratie, sondern ergänzende Instrumente zur parlamentarischen Demokratie. Und es gibt ganz viele, die gehen in Gewerkschaften und die gehen in Parteien und die engagieren sich nicht nur für sich selbst, sondern für andere. Und diese Meinungsbildung und diese Beschlussfassung dieser politischen Instrumente, die auch von den Wählerinnen und Wählern unterstützt werden, haben auch ihre Berechtigung in der Diskussion der Stadtgesellschaft. Darum geht es mir, um einen Interessenausgleich für unsere Stadt. Damit geht dann die letzte Frage an Margarete nochmal. Ich mache mal ein kleines Planspiel auf. Wir haben Volksentscheidungstag im Mai und die Initiative hat Erfolg. Euer Gesetzentwurf wird angenommen. Was passiert dann? Gut. Als erstes werdet ihr sicherlich sehr ausgiebig feiern und am Montag erst mal ein bisschen blau machen. Und was kommt dann danach? Wird es dann danach Gespräche nochmal mit dem Senat darüber geben, wie vielleicht eine andere, langsamere Bebauungsform aussehen kann? Oder kommt das Plenum dann in anderer Besetzung zusammen und bildet sich um zu einem Wohnungsneubauplenum nur eben an anderen Orten in der Stadt? Das würde mich dann schon nochmal interessieren. Was wären dann die nächsten Schritte? Ist der Auftrag dann damit erfüllt, wenn es geschafft ist, oder ergeben sich daraus auch für eine Bürgerinitiative, auch wenn man nicht gewählt ist, aber auch mit einem politischen Anspruch antritt, ergeben sich daraus neue Aufgaben? Und eine persönliche Frage kann ich nicht ganz ersparen. Als wir dich eingeladen haben zu der Veranstaltung und nach deinem Kontakt im Internet gesucht haben, ist man relativ schnell auf eine Sache getroffen, die mich dann doch stutzig gemacht hat, nämlich gleich auf der ersten Suchergebnisseite bei Google kam ein durchaus sehr offenherziger Eintrag in einem Vermietungsportal, wo noch auch angeboten werden, wo du auch ein Inserat drin hast für eine Wohnung in Kreuzberg, 55 Quadratmeter, knappe 1000 Euro im Monat, die man dafür am Ende bezahlt. Sehr gute Kritiken übrigens dazu, das ist nicht die Frage. Ist das glaubwürdig am Ende, wenn man selber sich auch an diesen Instrumenten mit beteiligt und an anderer Stelle weiß nicht, dass mehr für sozialen Wohnungsbau getan werden müsste und der Senat da rein muss? Ist das, oder schränkt es nicht? Das ist natürlich schwierig und schwierig zu vermitteln. Also ich habe diese Wohnung, das war mal mein Büro und ich musste, als ich damals noch beruflich in einer anderen Branche tätig war, als ich das aufgab, hatte ich diese Wohnung dann noch und habe damals, weil das sehr unterstützt wurde, das kurzfristig vermietet als Ferienwohnung und das habe ich aber aufgegeben. Diese Wohnung hat jetzt mein damaliger Assistent, der wohnt da jetzt und habe das natürlich auch aus dem Grunde aufgegeben, weil ich das auch schwierig finde. Weil das hat ja das war am Anfang, war das Thema Ferienwohnung in Berlin, das war kein großes Problem. Also das haben einfach ein paar Leute gemacht und das ist aber unglaublich explodiert und ich finde das auch wichtig, dass es jetzt Instrumente gibt, die das einschränken. Also es ist jetzt seit dem 1. März wird es verboten sein und dann haben sozusagen die Wohnungen, die noch im Bestand sind, die haben noch 2 Jahre Zeit und dann wird es das in Berlin nicht mehr geben. Und das ist richtig so, weil das inzwischen einfach solche Auswüchse genommen hat, dass man das nicht mehr, also dass gerade Kreuzberg ist zu sehr davon betroffen und ich würde auch nicht gerne in einem Haus wohnen, was voller Ferienwohnungen ist. So, das war nochmal deine andere Frage.
Achso, genau, was nach dem Volksentscheid passiert. Okay, wenn wir also am 25. Mai dieses Volksbegehren schaffen sollten, dann hat natürlich die Bürgerinitiative ihren Auftrag erstmal erfüllt. Und da werden wir uns mit Sicherheit nicht danach mit dem Senat hinsetzen und über eine andere Form der Bebauung sprechen, also ganz und gar nicht, sondern wir werden einfach darauf achten, falls es uns dann weiter noch gibt, dass dieses Gesetz erhalten bleibt, dass dieses Schutzgesetz für das Feld erhalten bleibt. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass sich einige von uns dann auch dafür engagieren, dass man einfach zusieht, wie die anderen Stadtbrachen, die es gibt, oder Baufelder, wie dort gebaut werden könnte. Und dass es vielleicht auch einige von uns sich daran da weiter engagieren, dass dann für Konzepte gekämpft wird, dass wir bezahlbaren Wohnraum in der Stadt erhalten und bekommen. Insofern ist das Fazit vielleicht nicht ganz eindeutig, aber zumindest, glaube ich, haben alle einen grundsätzlichen Willen für bezahlbaren Wohnraum in der Stadt erstmal geäußert. Das ist ja was, woran sich vielleicht auch für unsere Diskussion in den kommenden 2 Jahren weiter anknüpfen lässt. Über die Konzepte lässt sich bekanntlich trefflich streiten. Angefangen mit dem Streiten haben wir heute auf dem Podium. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch dran bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um zu diskutieren. Ich weiß, angehört, bis gleich weiter. Ich habe euch ein kleines Dankeschön vorbereitet. So, jetzt geht es auch wieder zurück. Da André Holm auch mit der Präsentation ein bisschen mehr Vorbereitungsaufwand hatte, gibt es nicht nur den Wein, sondern quasi als gelebte Solidarität, nicht nur wir müssen uns mit sozialdemokratischer Geschichte rumschlagen, sondern du darfst es jetzt auch tun. Die Toni Märtyrer, sozialdemokratische Geschichte von Franz Walter. Ich denke, das gibt ein bisschen Lesestoff. Und euch beiden genauso herzlichen Dank, da haben wir uns auch was Schönes einfallen lassen. Ihr bekommt nämlich einfach das aktuelle Buch von André Holm. Mir ist es jetzt noch überzuleiten zu unserer ersten der beiden Panelphasen. Ihr seht den Zeitplan auch mal hinten, den wir elegant jetzt schon gerissen haben an dieser Stelle. Da ist meine schlaue Liste.